So, willkommen zurück bei Pokémon Kristall. Wir widmen uns dann erstmal. Ich glaube, wir widmen uns erst am besten mal einem Pokémon-Tausch. So. Wir machen uns erstmal auf den Weg zu Pyro. So. Ja, ja. Ach, okay. Octillery. So. Aber ich habe keinen Schutz dabei, ne? Ich bin ja natürlich so vorbereitet hier. Nein, ich bin zu... Ich kann sowas von nicht lenken. Ah, da ist Gary. Beziehungsweise blau. Nee, das ist doch Gary. So. Hallo, Gary. Wer bist du? Na, du bist augenscheinlich ein Trainer. Ich heiße Blau. Doch, Blau. Ich war einmal ein Champ, wenn auch nur für kurze Zeit. Dieser nervige Rot hat mich ganz schön fertig gemacht. Wie dem auch sei, was willst du? Willst du gegen mich kämpfen? Ich sage es nur ungern, aber ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Sieh dich gut um. Ein Vulkan bricht aus und vernichtet auf einen Schlag eine ganze Stadt. Wir werden weiterhin mit unseren Pokémon siegen oder verlieren. Aber wenn sich die Natur erhebt, ist alles nur dahin. So ist das eben. Trotz allem bin ich immer noch ein Trainer. Wenn ich einen starken Gegner treffe, möchte ich gegen ihn kämpfen. Wenn du gegen mich kämpfen möchtest, dann besuch die Pokémon Arena in Vetania City. Dort werde ich mich deiner annehmen. Ja, natürlich, mit einem Fluchtseil einfach wegstehlen. Und das wusste ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas liegt. Gut. Und ihr seht, hier ist nur noch Pokémon Center. Darum müssen wir die Insel nochmal verlassen, denn hier irgendwo auf Route 20 ist er. Der liebe Pyro in seiner Höhle. Was ist das hier? Ne, da ist er. Da ist er ja mal voll. Ja, alles da. Gut, da ist Pyro in seiner Höhle. Sieh schon. Uah, meine Pokémon-Arena auf der Zinnoberinsel ist abgebrannt. Meine Feuer-Pokémon und ich sind wegen des Vulkanausbruchs obdachlos. Uah, aber ich führe meine Tätigkeit als Arena-Leiter in dieser Höhle weiter aus. Wenn du mich besiegst, bekommst du einen Orden. Das wäre besser, du hast Feuerheiler. Ja, oder ein Eimer Wasser. Pyro, der... Makago. Jetzt habe ich ein Problem. Feuerboden, glaube ich, oder Feuerstahl? Doch kein Boden, okay. Das ist nur Feuer anscheinend. Und damit dann auch Geschichte. Ich dachte, es wäre Feuerboden. So, Magma. Und dann können wir auch tauschen auf Garados, wenn wir schon das mit haben. Können wir das vielleicht so machen? Weil wir eh nicht zurückkommen und uns den Wasserstein holen können. Was natürlich sehr schade ist, finde ich. So, Hydropumpe, Ballast weg. Je früher ich meine Aquana habe, desto besser, muss ich sagen. Und ein Galopper, ja, da tauchen wir auch mal schnell in die Tonne. Galopper! Und zwar... mit Hydropumpe. Aber das Ding ist weg. Immerhin. Alter, Garados ist Drache Wasser, ja. Da bringt dir beim besten Willen nicht mal Feuer was. Nicht mal ansatzweise Feuer was. Und das war's für Galopper. Wow, oh mein Gott, das ist so stark. Gut gemacht, ich bin ausgebrannt. Hier, nimm Vulkanorden. Und verpiss dich, du kleiner Bastard. Diesmal habe ich verloren, aber nächstes Mal werde ich gewinnen. Ich werde meine Pokémon auf der Pokémon-Arena-Insel wieder aufbauen und dann wirst du erneut gegen mich antreten. Das? Jawohl! Hä? Also schon vorüber? Sorry, Kumpel! Pokémon-Arena-Insel existiert nicht mehr und ich wusste nicht, wo du steckst. Aber egal, du bist doch ohne meinen Ratschlag zurechtgekommen. Ich wusste, du würdest gewinnen.
Penner. So, dann machen wir uns mal fix auf nach Vertania City. Ich möchte Paras ablegen. Den wieder mitnehmen. So. So, jetzt kommen wir zum... Traditionell sollte ich Gary jetzt erst in den Arsch treten. Nee, ich mach Blau als letztes. Nee, warte mal, lass mal so. Ey, wenn mich schon Pikachu auf Level 4 kreuzt, ein Pikachu, kein Pichu, dann habe ich da auch kein Problem mit. Aber hier am Vertania-Wald, ne, da haben sie echt gespart, finde ich echt schade. Das war damals sogar... Hey, das ist ein Belieber. Cool. Da auf, ey, dass es hier so ein Wald war, fand ich viel geiler. Ey. Wie, mein Beutel ist voll. Ich muss erstmal wieder abspritzen, was hier voll für einen Kampf. Okay. Wenn ich jetzt nicht so positiv werde. Okay, wir mal hier. Montiana. Aber hier. Top-Trank. Cool. Oh Gott, nein. Wieder Pikachu, aber männlich ist diesmal. Das ist besser. Ich sterbe Pikachu. Okay. Bist du verarschen? Ha! Aber im Superball bleibst du drin, oder was, du kleines Stück Scheiße, ey. Danke, dass du das sagst, Jungs. Deine aktuelle Box ist voll und kann keine Bombe... Ach so, das ist das. Ah, gut, er sagt mir Bescheid, dass meine Box voll ist. Aber es interessiert mich ein Scheißdreck. So. Vielleicht trainiere ich nachher das Pikachu auch noch hoch. Dann habe ich einen Raichu. Obwohl ich keinen Donnerstein. Dann lassen wir es erstmal so. Die Trainer dieser Pokémon setzen die Stein-Pokémon ein. Die Stein-Pokémon haben hohe Verteidigungswert. Die Kämpfe können sehr lange dauern. Bist du bereit dafür? Ja, ich habe ja nur einen Ursa-King mit Ice-Heap, ein Garados mit Kaskade, Hydro-Pumpe und Surfer. Soll ich noch weiter aufzählen, oder? Wobei Sandama für mich kein Gestein, sondern mehr ein Boden-Pokémon ist. Aber naja, deine Unwissenheit lässt sich damit ausgleichen, dass du auch noch hässlich bist. Also, naja, egal. So. Ich muss diese Kämpfe gewinnen. Tja, schön wär's. Wow, es kommt nicht ab vor. Mein Nase. Vor, dass wir von einem Herausforderer aus Johto besucht werden. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Moria City. Ich habe mich auf Gestein-Pokémon spezialisiert. Meine Pokémon sind gegen die meisten physischen Attacken immun. Es wird dir schwer fallen, ihnen Schaden zuzufügen. Na los! Ja, da habe ich auch Angst vor. Wow, Rocco hat ein T-Shirt an. Georg! Ich hätte echt ein Problem, wenn das kein Icy könnte. Ich meine, das war ja eigentlich auch mein Plan, durch die Pokémon, durch die Drachenarena zu kommen. Icy. Von daher. Icy! Yeah! One Hit Wonder! Juhu! Fickt euch alle ins Knie! Fickt euch alle ins Knie! Amoroso, oh Gott. Was mach ich da denn? Das ist ja Gesteinwasser.
Ich weiß jetzt nicht, ob da Eis groß hilft, deswegen mache ich mal Psychokinese. Ich bin 8 Level über dem, meine ich, müsste das Ding kaputt gehen. Ja. Alles klar. Tiana erreicht Level 51. Oh, nix. Oder ich mache mir keinen Aquana, sondern lieber einen Quaffo. So ein bisschen Abwechslung, nicht hier Aquana, Psyana, Blitzer. Nachher hole ich mir noch Nachtara, weißt du. Also sollte es dazu kommen. Denn das wird ja auch ein bisschen abgestumpft, so, weißt du. Oder ich bleib halt bei Garados, weil Garados ist so... Das Quaffo wäre natürlich was anderes. Ne? Es wäre halt was Neueres. Und ich habe viel Hydropumpe bei so einer... Alter, oh, Garados, ne? Onix ist ein Tacken länger als du vielleicht sogar. Sogar noch schwerer, fetter und wahrscheinlich langsamer. Da, ja, was geht denn, Alter? Das ist lächerlich, Garados. Das ist lächerlich, dass du hier so versagst. Na also. Sorry, der hat mir einfach einmal zu viel auf den Vorsprung verfrüht oder zu lange. Kaputops, wieder Wassergestein, ne? Ich hasse es doch. Aber gut, du, Kabutops hatte ich auch immer. Also, erst Kabuto, Kabutops habe ich nachher auch gehabt. Hydropumpe, Gigasauger, konnte das Vieh, Schlitzer. Das ist nachher richtig stark eigentlich. Ja, die erste Generation war schon geil sein. Die mächtigen Attacken deiner Pokémon haben meine felsenfeste Verteidigung überwunden. Du bist stärker als ich dachte. Komm, nimm dir diesen Orden. Danke, Tobias. Es war mir eine Freude, gegen dich zu kämpfen. Auch wenn ich ein bisschen beleidigt bin. Dieser Felsen wird deine Pokémon noch stärker machen. Wer denn jetzt die Pokémon da? Bam, 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 bam. Jetzt knöpf ich mir Gary vor. Tritt ihn fett in seinen kleinen Hintern. Nehm ihn auseinander wie ein Fahrrad. Dann schraub ich ihn nie mehr wieder zusammen. Hallo, Blau! Wie geht's dir? Ich bin auch blau. Hey, hast du es endlich hier geschafft? Auf den Zinnoberinseln war mir nicht danach. Aber jetzt können wir kämpfen. Willst du einfach behaupten, du hättest alle Arena-Leiter in Johto besiegt? Hey, dann müssen die Arena-Leiter in Johto ziemlich Jammerlappen sein. Aber nur keine Bange. Ich werde dir sofort sagen, ob du ein guter Kämpfer bist. Fertig, Johto-Champ? Ohne Scheiß, die Wände hier sehen aus wie Lego-Steine. Ich muss jetzt mal, laut Hals ausspucken. So, was hast du denn, Tauboss? Richtig, der hat ja nicht nur Boden-Pokémon, der macht ja Unterschied. Das ist natürlich... Naja, ist ja nicht so schlimm. Donnerschlag habe ich nämlich auch. Aber das ist Level 56. Könnte ich schon Probleme kriegen. Vor allem, wenn es mich krittet. Aber ich habe einen hohen... Alter. Ja, schon scheiße, wenn du schneller bist, ne? Hä? Was? Ja, natürlich. Das ist ja wohl lächerlich, Alter. Hoch 10. Na, ja, pass auf. Du bist jetzt von meinem Blitz eingeblasen, Alter. Naja, könnte man machen, aber... Jetzt hast du Angst, Alter. Jetzt hast du Angst, ne? Jetzt hast du richtig Angst. Zu Recht, mein Freund. Zu Recht. Donner, ja! Ja, was möchtest du verlieren? Nadelrakete. Donner. Boah. Rizeros kommt jetzt, das ist natürlich echt scheiße. Wir müssen jetzt mit Garados mal ein bisschen bearbeiten. Das Ding ist bestimmt 58, ne? 6 auf, das ist, boah.
geht noch. Das können wir auf jeden Fall, da können wir auf jeden Fall gegenhalten. Sind ja nur 11 Level Unterschied. Ich bin sogar schneller als das Vieh. Alter Schwede. Trotz 11 Level einfach mal weggeklatscht, ey. Was willst du mir jetzt vorsetzen? Zinsala. Passt sich doch gut, ich habe eine Geistattacke. Und zwar Spukballarschloch. Zinsala. Spukball! Bang! Das ist sehr effektiv. Oh! Das ist nicht sehr effektiv. Sieht aber trotzdem fast 50 ab, also. Ich bin Zinsala, ich muss einen hohen Spezialangriff haben. Na, was setzt du mir jetzt noch vor? Ich habe noch Hunger. Ein Garados wieder. Blitzer! Oh, normales Garados. Kannst du dir kein rotes leisten? Wie traurig. Donner! Fuck! Fuck! Das überlebst du, Blitz. Das überlebst du, das überlebst du, das überlebst du. Oh, in your fucking face, Garados, Alter. In your fucking face. Lutsch mir doch ein, ey. Kokowai. Ah, jetzt hab endlich Tornado auch mal zuschlagen. Das sind bestimmt 61, ey. 58 auch, okay. Puh, das könnte ein bisschen eine heiße Angelegenheit werden. Ha! Feuerschlag. Na, na, na. Warte im Licht. Der will einen Solarstrahl machen. Fick dich, Alter. Hau ab, ey. Arschloch. So. Was setzt mir als letztes vor? Einer Kani. Traurig. Traurig, traurig. Naja, ganz wie im Anime, ne? Er hat ja auch keinen Turtok oder Hü. Hat er nicht ein dieser Samen eigentlich? Dieser Flo oder so? Hier ist Ash alle, ne? Der hat ja gekannt, er hat ja nur alle die ganz normalen Pokémon. Aber trotzdem, müsste nicht eigentlich irgendwie was. Naja, special. Sag mal, Garados, willst du mich verkackeiern, du dummes Stück Scheiße? Boah, Alter, eiskalt. Was? Wie zum Teufel konnte ich gegen dich verlieren? Also gut, hier, nimm das. Es ist der Erdorn. In Ordnung, ich hatte Unrecht. Du bist nicht aus Watte, sondern ein guter Trainer. Aber eines Tages werde ich dich besiegen. Ich vergesse dich nicht. Bla, bla, bla. Ich bin blau, ich muss alles gewinnen. Wir noch alle, was hier so? Jo, alles klar. Hey, vor dem Haus von Rot. Da bin ich jetzt auch zu Hause. Ja. Wow, das ist hervorragend. Du hast die Orden der Arenaleiter in Kanto-Kampf gut gemacht. Ich habe dich richtig eingeschätzt. Weißt du was, Tobias? Ich werde es so einrichten, dass du zum Silberberg gehen kannst. Der Silberberg ist ein großes Habitat für viele wilde Pokémon. Es ist zu gefährlich für einen Durchtrittstrainer. Deshalb ist es verboten. Aber für dich, Tobias, können wir eine Ausnahme machen. Steige auf das Indigo-Plateau und dort kannst du den Silberberg erreichen. Wie geht es mit dem Portugies voran? Blablabla. Das hatten wir schon, hatten wir schon. Hier ist mir klar, dass ich einen Weg vor mir habe. Blablabla. Wenn du wieder dagegen bist, dann schau doch wieder rein. Von wem kriegen wir das Fahrticket jetzt? Warte mal ganz kurz, ich muss gucken, komme ich da jetzt in die Promo-Liga rein? Ja, natürlich.
Will ich aber gar nicht. Ich will jetzt zum Silberberg. Komm ich jetzt zum Silberberg jetzt? Hallo? Alter. Ich hab eine Idee. Machen wir das mal so. Von wem bekam ich denn... Ach, war das vom Bild... Opa, nachher... Na, zu der City, krieg ich das da? Siegestraße? Ja, ja, ihr seid mir auch so eine Arschlöcher, Alter. So, haben wir hier. Aber okay. Ich will das jetzt ehrlich gesagt nur rausspähen ein bisschen. Silberhöhle. Alles klar. Ah, da ist ein Pokémon da. Cool. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott. Kann ich jetzt zurückfliegen? Ja, nice. Gut, wir sehen uns im nächsten Part von... Pokémon Kristall, ich werde bis dahin ein bisschen trainieren und wir sehen uns dann mit dem awesome starten Team wieder. Bis dann, ciao!